Tagesordnungspunkt 5. Die mündlichen Fragen auf der Drucksache 19/30284 werden in der üblichen Reihenfolge aufgerufen. Ich rufe auf den Geschäftsbereich der Bundeskanzlerin und des Bundeskanzleramtes. Zur Beantwortung steht bereit Staatsminister Dr. Hendrik Hoppenstedt. Ich rufe auf die Frage 1 des Abgeordneten Stefan Brandner zur Bilanz der Arbeit der Bundeskanzlerin in der 19. Wahlperiode. Bitte, Herr Staatsminister. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Brandner. In dem komplexen Verhältnis von politischen Entscheidungen und deren Auswirkungen in der gesellschaftlichen Realität kommt es vor, dass erhoffte Ziele nicht erreicht werden und sich politische Entscheidungen insoweit als unzureichend oder falsch herausstellen. Deshalb ist Politik ein iterativer Prozess, der immer neue Entscheidungen und Korrekturen verlangt, bis ein dem Allgemeinwohl dienliches Ergebnis erreicht ist. Im Sinne dieses Allgemeinwohls übt die Bundeskanzlerin ihr Amt aus. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Das war jetzt die Antwort der Bundesregierung auf meine Frage, was die 5 größten Fehler in den letzten 4 Jahren waren. Also das lässt natürlich tief blicken. Ich komme natürlich zu einer völlig anderen Einschätzung. Herr Hoppenstedt, das wissen Sie. Deshalb zitiere ich mal an dieser Stelle Karl-Dieter Spranger, ehemals führendes CSU-Mitglied und langjähriger Bundesminister. Der hat sich wie folgt Anfang Mai geäußert. Ich zitiere: Die Bundeskanzlerin hat mit ihren Gefolgsleuten in der Partei, die CDU und Deutschland, in vielen Bereichen zum Sanierungsfall gemacht. Mit unzähligen Entscheidungen wie Ausstieg aus der Kernenergie und Wehrpflichtpraxis, bei Euro-Rettung, Transfer- und Schuldenunion, illegale Masseneinwanderung, sozialdemokratische Koalitionsverträge und Personalentscheidungen sowie Absagen an Markenkerne der Union in der Wirtschafts-, Rechts-, Bildungs- und Familienpolitik. Zitat Ende. Soweit der CSU-Politiker Spranger. Ich stimme dieser Einschätzung zu. Und ich denke mal, Herr Hoppenstedt, Sie auch. Aber Sie dürfen das nicht sagen. Deshalb frage ich Sie an dieser Stelle, was dürfen, können oder müssen Sie dazu sagen? Also ich kenne die Aussagen des Kollegen Spranger nicht, aber sie beziehen sich ja auf einen parteipolitischen Kontext. Und das ist ja die Regierungsbefragung. Und ich beantworte Fragen, die an die Bundesregierung gestellt werden. Das ist ja eine Frage möglicherweise an CDU-Parteivorsitzende oder andere, die aber heute hier nicht Gegenstand sein sollten. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Gut, es geht ja um die Fehler der Bundeskanzlerin, des Kanzleramtes. Und aus meiner Sicht zählen zu den größten Fehlern oder zu den größeren Fehlern auch die Auswahl der Minister. Herr Hoppenstedt, die Zeugnisvergabe steht vor der Tür. Welche Noten gibt die Kanzlerin ihren Ministern? Ich erlaube mir dazu eine kurze Voreinschätzung. Herr Altmaier hat überwiegend phlegmatisch herumgesessen, Wirtschaft ruiniert, 5-. Herr Scholz stets bemüht, erhebliche Rechenschwächen, Finanzen ruiniert, 5-. Herr Maas hat sich im Rahmen seiner Fähigkeiten eingesetzt, das konnte also nichts werden. Ansehen Deutschlands ruiniert, 5-. Kramp-Karrenbauer, den Ansprüchen nicht ansatzweise gerecht geworden, Bundeswehr vollends ruiniert, Frau Lamprecht war umtriebig, überwiegend aber am Thema vorbeigearbeitet, eine glatte 5, da bin ich mal großzügig. Und jetzt wundern Sie sich wahrscheinlich, warum wir noch keine 6 verteilt haben, warum wir so großzügig waren. Aber ich habe hier Jens Spahn und Andreas Scholz nicht erwähnt, für die Notenskala bis 6 natürlich nicht ausreichen wird. Die würden nicht nur sitzen bleiben, sondern hätten die Schule bereits verlassen müssen, wie Frau Giffey. Was halten Sie von meiner Einschätzung, Herr Hoppenstedt, und wie beurteilen Sie die Minister, die ich nicht explizit erwähnt habe? Die Bundeskanzlerin vergibt keine Kopfnoten für Ministerinnen und Minister. Alle Ministerinnen und Minister dieses Kabinetts genießen das volle Vertrauen der Bundeskanzlerin. Dankeschön. Ich rufe auf die Frage 2 der Abgeordneten Lisa Badum zu Maßnahmen zur Erreichung des verschärften Klimaziels bis 2030. Bitte, Herr Staatsminister. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Kollegin. Mit dem Entwurf eines ersten Gesetzes zur Änderung des Klimaschutzgesetzes hat die Bundesregierung den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24. März 2021 zeitnah umgesetzt. Im Zuge dieses Verfahrens hat sich die Bundesregierung auch auf einen sogenannten Klimapakt Deutschland verständigt. Es handelt sich um Eckpunkte für ein Maßnahmenprogramm der Bundesregierung zur Umsetzung der ambitionierteren Ziele. Wesentliche Elemente sind die CO2-Bepreisung und beschleunigter Ausbau der erneuerbaren Energien sowie weitere Maßnahmen in den Bereichen Industrie, Wasserstoffhochlauf, Mobilität, Gebäude und Landwirtschaft. Hinzu kommt ein Sofortprogramm 2022 mit bis zu 8 Milliarden Euro, das sich auf schnelle, wirksame Maßnahmen konzentriert. In diesem Kontext evaluieren die Ressorts natürlich auch das CO2-Einsparpotenzial der jeweiligen Maßnahmen.
Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Staatsminister, Sie haben ja als eine wichtige Klimaschutzmaßnahme auch den CO2-Preis angesprochen, der aktuell auch debattiert wird. Und verschiedene Kabinettsmitglieder haben sich dazu geäußert, etwa Herr Scholz. Wer jetzt einfach immer weiter an der Spritpreisschraube dreht, der zeigt, wie egal ihm die Nöte der Bürgerinnen und Bürger sind. Oder Herr Scheuer, es geht nicht, dass die Preise immer weiter nach oben gehen. Das wirft doch Fragen auf, hat die Bundesregierung doch selbst vor kurzem erst Brennstoffemissionshandelsgesetz, Vulgo CO2-Preis, beschlossen. Und der Beschluss sieht ja vor, dass der Preis bis zum Jahr 2025 auf 55 Euro pro Tonne steigt, also genau die Summe, die auch gerade in der Diskussion ist. Aber genau diese Erhöhung wird ja von Ministern auch zurückgewiesen. Daher frage ich mich, dürfen wir diesen öffentlichen Äußerungen von Regierungsmitgliedern entnehmen, dass es Diskussionen im Kabinett darüber gibt, dieses Gesetz und den CO2-Preis als ein Instrument des Klimaschutzes wieder rückgängig zu machen? Nein, wir haben uns auf den Weg gemacht. Am 12. Mai war das ganze Paket im Kabinett. Es gab eine große Zustimmung dazu und die hält nach wie vor an. Die CO2-Bepreisung ist ein Baustein, den wir brauchen, um das Klima entsprechend zu schützen, neben vielen anderen Möglichkeiten und Maßnahmen, die wir ergreifen werden. Das werden wir dann auch sicherlich in diesen Sofortmaßnahmen auch noch dann sehen. Aber richtig ist auch, dass die Bundesregierung immer auch im Blick haben muss, dass die Menschen in diesem Lande mit diesem CO2-Preis, aber auch mit der ganzen Klimawende nicht überfordert werden. Und diesen Ausgleich hinzubekommen, ist nicht ganz einfach, aber unser Ziel, und wir sind da meines Erachtens auf einem guten Weg. Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Danke, Herr Staatsminister. Es freut mich nochmal, dieses klare Bekenntnis zum CO2-Preis zu hören. Und was den sozialen Ausgleich angeht, wir stehen jetzt am Ende der Legislatur und es ist ja so, dass die Bundesregierung es bis zuletzt nicht geschafft hat, das Mieter-Vermieter-Dilemma aufzulösen. Das heißt, dass Mieterinnen den CO2-Preis zahlen, die aber an der Heizung nichts drehen können. Auf der anderen Seite, was wohl gelungen ist bis zu Ende der Legislatur oder was gelingen wird, ist ja, dass äußerst viele Unternehmen vom CO2-Preis ausgenommen werden, beziehungsweise die Kompensationen, die sie bekommen, nicht an klimafreundliche Investitionen geknüpft sind. Wie beurteilen Sie, ich sage mal, diese Entwicklungen, dass Bürgerinnen und Bürger auf der einen Seite hier noch nicht berücksichtigt wurden, auf der anderen Seite Unternehmen großzügig ausgenommen werden vor dem Hintergrund ihrer Forderung nach einem sozialen Ausgleich? Sie sind da ein bisschen schneller als derzeit ich, weil wir im Augenblick innerhalb der Bundesregierung ja noch diskutieren über die Frage, wie wir das, wie Sie es nennen, Mieter-Vermieter-Dilemma lösen, beziehungsweise wie wir auch das Sofortprogramm entsprechend ausgestalten. Da laufen im Augenblick Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung, die sind noch keinesfalls beendet und deswegen kann ich jetzt Ihre Schlussfolgerungen hier noch nicht teilen. Zu einer Nachfrage hat die Kollegin Hoffmann das Wort. Herr Minister, der Gebäudesektor hat ja auch die Klimaziele für 2020 eindeutig verfehlt. Das zeigen die neuen Daten des UBA dazu. Das sagen auch andere Klimaexpertinnen und Experten. Jetzt angesichts der verschärften Ziele, die jetzt doch vereinbart sind, müsste jetzt Herr Seehofer bis Mitte Juli, also 15. Juli, da noch mal ein ambitioniertes Programm vorlegen. Halten Sie das für realistisch? Können wir da noch mit etwas rechnen? Also Frau Kollegin, ich finde es jetzt ein bisschen bedauerlich, dass Sie jetzt auf das eine Sektorziel, was wir in 2020 nicht erreicht haben, so abstellen. Ich möchte vielleicht voranstellen, dass wir unsere Gesamtreduktionsziel -40% im Hinblick auf 1990 oder in Betrachtung zu 1990 sehr wohl erreicht haben, was Ihre Partei meines Wissens immer für unmöglich gehalten hat. Und siehe da, es hat jetzt funktioniert. Deswegen würde ich das erstmal als großen Erfolg von uns allen, nicht nur von der Bundesregierung, bewerten. Und ansonsten haben Sie sich recht. Wir haben ja noch mal jetzt die Sektorziele auch bis 2030 angeschärft, wobei die Anschärfungen ja jetzt nicht sofort greifen, also im nächsten Jahr, sondern wir möchten dann ab spätestens 2024 diese Anschärfungen sukzessive hochfahren, damit wir dann unser noch mal verschärftes 2030 CO2-Einsparziel entsprechend erreichen. Und alle notwendigen Maßnahmen, um dieses 2030-Ziel, aber auch die Sektorziele schon in den Jahren zu erreichen, die werden im Augenblick innerhalb der Bundesregierung abgestimmt. Zu einer weiteren Nachfrage hat der Kollege Dr. Neumann das Wort. Ja.
Präsidentin, noch mal eine kurze Nachfrage. Sie haben ja von den verschärften Klimazielen gesprochen. Ich schaue mir noch mal den Prozess dieses Gesetzgebungsverfahrens an, und die Verbände waren ja nur zeitlich beteiligt. Meine Frage ganz konkret: Hat die Bundesregierung vor, so eine Art Gesetzesfolgenabschätzung durchzuführen, um mal tatsächlich auch zu bewerten, was da tatsächlich an Maßnahmen notwendig ist, beziehungsweise auch die Folgen darauf? Ja, Herr Kollege Neumann, das ist so. Jedes Gesetz, was wir machen, hat ja auch eine Gesetzesfolgenabschätzung. Ich bin auch insbesondere mit dem Normenkontrollrat, was den Erfüllungsaufwand, die aus den Klimagesetzen entsprechend resultieren, im Augenblick im Gespräch. Das sind eigentlich nicht ganz einfache Diskussionen, weil es einfach sehr komplex ist, sozusagen, wenn man jetzt noch gar nicht weiß, auch welche technischen Möglichkeiten existieren, die dann sozusagen auch Klimaziele entsprechend in späteren Jahren umsetzen können, dass man die dann beispielsweise in einen Erfüllungsaufwand quantifiziert. Gerade auch deswegen, weil das eben auch Themen sind, die so weit in der Zukunft liegen. Also 2030 ist bekanntlich noch 9 Jahre hin, und wir haben uns ja auch Ziele für 2040 gesetzt. Und das sind natürlich viele Jahre, die vor uns liegen, wo es sehr schwer ist, einfach das entsprechend zu quantifizieren. Aber es wird gemacht nach bestmöglichem Können und Stand der Technik. Ich rufe auf die Frage 3 der Kollegin Pohler zur Umsetzung der Diversitätsstrategie der Bundesregierung. Bitte, Herr Staatsminister. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Jetzt muss ich einmal die Seite umblättern. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, Diversität im öffentlichen Dienst zu fördern und Diversitätsmanagement als wichtige Zukunftsaufgabe in allen Organisationen des Bundes zu verankern. Das Bundeskanzleramt nimmt durch die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration eine zentrale und koordinierende Funktion in der Diversitätsförderung in der Bundesverwaltung ein. Das Bundeskanzleramt bekennt sich mit dem Nationalen Aktionsplan Integration in einer gemeinsamen Erklärung aller Ressorts für mehr Vielfalt im öffentlichen Dienst dazu, eine diversitätsbewusste Organisationsentwicklung zu fördern und Maßnahmen zur Erhöhung des Anteils der Beschäftigten mit Migrationshintergrund zu ergreifen. Das betrifft zum Beispiel die Wertschätzung und Berücksichtigung von Diversitätskompetenzen oder Fortbildungsangebote zum Erwerb von interkulturellen Kompetenzen. Das Bundeskanzleramt wirkt seit 2013 zudem am Ressortarbeitskreis Diversität und Chancengleichheit mit, hat 2019 am Diversitäts- und Chancengleichheitssurvey teilgenommen und unterzeichnet die Charta der Vielfalt und setzt gemeinsam mit anderen Ressorts die Kernvorhaben des Nationalen Aktionsplans Integration zur Diversitätsförderung um. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Damit haben Sie meine Frage tatsächlich mit keinem Wort beantwortet, weil das ist ja bekannt. Das habe ich auch in meiner Frage beschrieben. Meine Frage richtete sich darauf hin, dass mit der Veröffentlichung ja schon auch nicht seit gestern der Evaluierung der interkulturellen Öffnung. Tatsache ist, dass erst lediglich trotz aller Bemühungen 12% der Beschäftigten der Bundesverwaltung einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Und ähnlich wie wir das bei der Gleichstellung kennen der Geschlechter, ist das dann nochmal sehr differenziert zwischen Führungsetagen und unteren Gehaltsgruppen. Und meine Frage war, und die wiederhole ich dann damit, welche Maßnahmen im eigenen Haus ergriffen wurde, im eigenen Haus, um den Anteil der Beschäftigten mit Einwanderungsgeschichte zu erhöhen. Und mir geht es nicht um eine Wertschätzung und Bekenntnis zur Charta der Vielfalt, sondern konkrete Fördermaßnahmen auch im Sinne des AGG. Also ich kann Ihnen nur die Antwort hier vortragen, die ich aus dem Integrationsstab erhalten habe. Das ist die, die ich Ihnen jetzt genannt habe. Wir werden für die Zukunft sicherlich auch beginnend in 2021, das haben wir jetzt ja schon, bestimmte Kernvorhaben angehen, an denen sich selbstverständlich auch das Bundeskanzleramt beteiligt. Das bezieht sich zum Beispiel erstens auf die Gründung eines bundesweiten Netzwerkes Diversität zur Förderung der Vernetzung und des Praxisaustauschs zwischen Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden. Zweitens Entwicklung und Aufbau einer Online-Toolsammlung Diversitätsförderung in der Praxis. Das betrifft zum Beispiel Arbeitshilfen, Handreichungen und bewährte Personalentwicklungsinstrumente.
Drittens die Etablierung der periodischen Untersuchung zur Entwicklung der Diversität und des Einflusses spezifischer Maßnahmen der Diversitätspolitik auf die Personalstruktur und die Beschäftigungssituation. Und viertens und letztens Entwicklung einer standardisierten Erfassung behördlicher Diversitätsmaßnahmen mittels Online-Anfrage. Das alles betrifft selbstverständlich, Frau Kollegin, auch das Bundeskanzleramt. Deswegen sind wir Teil der Bundesverwaltung in dem Bereich und partizipieren da genauso wie alle anderen auch. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Ja, Herr Hoppenstedt, Herr Staatssekretär, also bei aller Liebe mit Praxisplattformen oder Praxisforen erhöht man noch nicht den Anteil. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen und alljährlich haben wir dieselbe kläglichen Bestandsaufnahme durch das Bundeskanzleramt. Also dann nochmal die Frage, gibt es konkrete Diversitätsmaßnahmen, Fördermaßnahmen im Sinne des AGG? Gibt es die jetzt schon im Bundeskanzleramt zur Erhöhung des Anteils von Menschen mit Migrationsgeschichte? Diese konkrete Frage müsste ich Ihnen jetzt nachreichen lassen über Frau Wiedmann-Mautz, die das federführend bearbeitet. Ich kann Ihnen dazu nicht sagen. Gut. Eine weitere Nachfrage stellt der Abgeordnete Peter. Ja, vielen Dank, jetzt geht's. Also wir sind uns natürlich vollkommen einig, dass ein Migrationshintergrund keinerlei Manko an einem Menschen darstellt, aber er macht ihn auch nicht zu einem besseren Menschen. Ich halte diesen Weg der Quotierung für inhärent illiberal. Deswegen meine Frage, wird das Bundeskanzleramt sich weiterhin zu einem liberalen Personalpolitik ausgerichtet an der Leistung, ausgerichtet am einzelnen Menschen bekennen? Oder wird hier ein Weg in quasi ein neues Kastenwesen ernsthaft in Betracht gezogen? Herr Kollege, für das Fällen guter Entscheidungen ist es notwendig, dass Sie auch in Bundesverwaltungen oder in anderen Verwaltungen einfach einen möglichst optimalen Querschnitt der Gesamtbevölkerung auch haben. Und das betrifft die Frage der Geschlechterverteilung, das betrifft aber selbstverständlich auch die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, die ihre eigenen Erfahrungen und Sichtweisen in Entscheidungsprozesse mit einbringen können, sodass am Ende Entscheidungen, die die Bundesverwaltung trifft, noch lebenspraxisnäher sind als ohnehin schon. Und deswegen unterstütze ich sehr, dass wir den Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in der öffentlichen Verwaltung erhöhen. Die nächste Nachfrage stellt der Abgeordnete Dr. Kraft. Ja, vielen Dank. Ich habe da noch eine Frage. Sie haben ja ausgeführt, dass das Bundeskanzleramt die Intention hat, natürlich hier Menschen mit Migrationshintergrund in die Verwaltung zu bekommen. Und das ist also ein Kriterium, das nach vorne gezogen wird. Die Frage ist dann, welche anderen Kriterien werden demgegenüber nach hinten verlagert? Sind es die Kriterien der Qualifikation? Sind es die Kriterien der Zuverlässigkeit? Im Kanzleramt nicht ganz unwichtiges Kriterium. Und wie vereinbart sich das Ganze eigentlich mit, der Kollege Peterk hat es angesprochen, Artikel 3 Grundgesetz, dass niemand aufgrund seiner Abstammung bevorzugt und benachteiligt werden darf? Herr Kollege, Ihre Frage suggeriert ja, dass Menschen mit Migrationshintergrund über nicht die gleichen guten entsprechenden Voraussetzungen verfügen würden oder Qualifikationen verfügen würden. Das haben Sie eben zur Sekunde gesagt in Ihrer Frage. Sie müssten genau sich noch mal Ihre Frage anhören. Das weise ich zurück. Menschen mit Migrationshintergrund können genauso gut qualifiziert sein wie Menschen ohne Migrationshintergrund. Uns liegt daran, dass wir ein möglichst breites Spektrum an gesellschaftlicher Teilhabe aller von uns im Land lebenden Menschen auch in den öffentlichen Verwaltungen haben. Und deswegen gehen wir diesen Weg, den ich ausdrücklich für richtig halte. Die nächste Nachfrage stellt die Abgeordnete von Storch. Ja, vielen Dank auch von mir dazu. Die Frage jenseits des Migrationshintergrundes haben Sie schon angesprochen, dass auch die Geschlechter berücksichtigt werden sollen. Wir haben hier ja im Bundestag beschlossen, dass es 3 Geschlechter gibt, männlich, weiblich und divers. Ich habe auf die Anfrage an die Bundesregierung, wie viele Diverse es gibt und wie viele davon Gebrauch gemacht haben. Es gibt inzwischen 275 Personen, die davon Gebrauch gemacht haben. Also es haben mehr Personen in diesem Bundestag für das Gesetz gestimmt als Personen, die dann sich auf dieses Gesetz berufen haben. Und ich frage Sie, mit welcher Quote sollen diese 275 Personen berücksichtigt werden in der Besetzung der Stellen in der Bundesverwaltung?
Ich finde erstmal, dass es sich auch lohnt, für 275 Menschen ein Gesetz zu machen, Punkt 1. Punkt 2, ich kann Ihnen das schlichtweg nicht sagen, wie jetzt die Menschen, die sich sozusagen als divers bezeichnen, wie die jetzt in der Bundesverwaltung entsprechend sich bewerben können. Sie können das ganz normal wie jeder andere Mensch auch. Und ich glaube, die Frage, welches Geschlecht dann dort entsprechend angegeben wird, ist eben schlichtweg nicht relevant, weil es in allererster Linie darauf ankommt, dass es entsprechend Qualifikationen gibt. Und im Übrigen schauen wir darauf, dass, wenn immer es möglich ist, bei gleicher, nein, es ist überhaupt, Sie müssen mich mal zu ausreden lassen, bei gleichen Kompetenzen ist es doch, das kennen wir doch aus Stellenausschreibungen jetzt seit 30 Jahren, bei gleichen Kompetenzen ist es doch auch völlig in Ordnung, wenn man sagt, ich möchte beispielsweise, wenn ich jetzt ein Referat habe, wo es bislang nur Männer gibt, bei gleichen Kompetenzen von zwei Bewerbern, männlich-weiblich, möchte ich dann eben weiblich haben oder zukünftig dann eben divers. Ich finde, das ist jetzt wirklich kein Problem. Ich rufe auf die Frage 4 der Kollegin Polat zu nicht durchgeführten Projekten zur Bekämpfung des Rechtsextremismus aufgrund nicht ausgezahlter Haushaltsmittel. Bitte, Herr Staatsminister. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Frau Polat, ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Die Zusatzmittel des Kabinettsausschusses zur Bekämpfung des Rechtsextremismus wurden für alle Ressorts in zwei Tranchen aufgeteilt. Eine Frühjahrestranche 2021 und eine Herbsttranche 2021. Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien erhält 2021 in der Frühjahrs- und der Herbsttranche jeweils 14,677 Millionen Euro, also insgesamt knapp 30 Millionen Euro. Im Vergleich zur ursprünglichen Forderung der BKM verbleibt eine Differenz von 20,1 Millionen Euro. Diese Lücke wurde durch Einsparungen und Reduktion des Projektvolumens sowie Umschichtungen ohne Einbußen für das Engagement gegen Rassismus und Rechtsextremismus kompensiert. Ein zügiger Mittelabfluss wird durch gute Vorplanung der Maßnahmen angestrebt. Bereits seit Herbst 2020 haben die Zuwendungsempfänger ihre Planungen begonnen. So werden die Projekte sofort nach Bereitstellung der Mittel unverzüglich umgesetzt werden. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. Hoppenstedt. Uns erreichte die Nachricht, dass auch die Streichung des Wortes Rasse und Ersetzung des Wortes Rasse auf der Kippe stehen würde. Welche Position nimmt das Bundeskanzleramt hierzu ein, zumal im Maßnahmenkatalog des Kabinettsausschusses diese Maßnahme ausdrücklich aufgeführt ist, die Änderung des Artikel 3 des Grundgesetzes, und zum anderen ist ja bereits eine Einigung gab, auch zwischen den federführenden Ministerien. Welche Position nimmt das Bundeskanzleramt hier ein? Und ja, das war's. Frau Kollegin, ich hege jetzt den Verdacht, Sie sind jetzt bei der Grundgesetzänderung. Ist das richtig? Ja. Okay, weil das hat mit Ihrer Frage nichts zu tun. Doch. Aber ich kann auch gerne was zur Grundgesetzänderung sagen. Wir haben in der Tat in der Bundesregierung über dieses Thema beraten. Das Thema ist deswegen so komplex, weil der Rassebegriff als solcher einer ist, der im juristischen Sinne einen sehr großen Schutzbereich definiert, was ja gut ist. Was ja gut ist. Das wollen wir. Gleichzeitig, wenn man sich an dem Rassebegriff stört, wofür es auch gute Gründe gibt, muss man dann einen Ersatzbegriff finden, der jedenfalls diesen Schutzbereich, der jetzt im Augenblick besteht, nicht einengt. Das ist ehrlich gesagt sehr komplex, sehr kompliziert und sehr schwierig, weil wir verschiedene Begrifflichkeiten als Vorschläge auf dem Tisch hatten, die wiederum andere Schutzbereiche definiert hätten, die man dann wollen muss, sodass wir in der Abwägung gesagt haben, es ist notwendig, dass wir eine breite gesellschaftliche Debatte über diese Frage haben, sodass wir jetzt in unserem Abschlussbericht zu diesem Ausschuss, über den Sie hier gerade gesprochen haben, die unterschiedlichen Haltungen entsprechend dargestellt haben. Und es wird Aufgabe, insbesondere in der nächsten Wahlperiode sein, dass wir da eine Lösung finden. Grundgesetzänderungen sollte man nicht übers Knie brechen. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Übers Knie wird es sicherlich nicht gebrochen, weil wir sehr lange auch als Fraktion über etwaige Vorschläge diskutieren, Anhörungen, Fachanhörungen gemacht haben und einer im Rechtsausschuss ja auch noch aussteht. Insofern kann ich
die Argumentation nicht nachvollziehen. Aber herzlichen Dank für die Antwort. Ich frage zum Maßnahmenpaket des Kabinettsausschusses. Das ist ja auch Bestandteil meiner Frage. Und diesbezüglich eine weitere Maßnahme ist ja das Eckpunktepapier beziehungsweise das Gesetz zur wehrhaften Demokratie. Werden wir damit rechnen, dass noch ein Gesetzesvorschlag vorgelegt wird oder ist das sozusagen auch beendet worden? Also die beteiligten Häuser haben sich ja in der Tat, wie Sie richtigerweise feststellen, auf Eckpunkte geeinigt. Eckpunkte müssen aber sozusagen erstmal durch einen Kabinettsentwurf konkretisiert werden. Und angesichts der Tatsache, dass wir jetzt in einem Stadium der Legislaturperiode ist, wo ja kaum noch Sitzungswochen des Deutschen Bundestages stattfinden und wo wir, wie Sie wissen, auch ein parlamentarisches Verfahren brauchen, um ein Gesetz ordnungsgemäß zu beschließen, ist es jedenfalls nicht gesichert, dass dieses Gesetz noch in dieser Legislaturperiode abgeschlossen werden kann. Ich rufe auf die Frage 5 der Abgeordneten Beatrix von Storch zur Einhaltung der Schuldenbremse. Bitte, Herr Staatsminister. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Die Frage der Abgeordneten von Storch beantworte ich für folgt. Die Bundesregierung hat am 24. März Eckwerte zum Haushalt 2022 und dem Finanzplan bis 2025 beschlossen. Danach wird der Haushaltsgesetzgeber im Jahre 2022 zur Bewältigung der Pandemiefolgen noch einmal von Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 Grundgesetz Gebrauch machen müssen. Für die Finanzplanung ab 2023 sieht der Eckwertebeschluss die Einhaltung der Schuldenregel ohne eine solche Ausnahme vor. Damit wurde dem im Vorfeld dieses Eckwertebeschlusses von Herrn Braun formulierten Anliegen, einen degressiven Korridor für die Neuverschuldung vorzusehen, im Rahmen der bestehenden grundgesetzlichen Vorgaben Rechnung getragen. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Damit schließen Sie aus, dass das, was Herr Braun gefordert hat, debattiert wird und abgestimmt werden muss und dass das auf jeden Fall der falsche Weg ist? Oder ist das die Position des Kanzleramtes seinerzeit gewesen und das Kanzleramt hat jetzt dazu eine neue Meinung? Oder dritte Option, Herr Braun erzählt Privatgeschichten als Minister des Kanzleramtes? Die Äußerungen von Bundesminister Braun sind in einer Zeit getätigt worden, als wir mitten in der Pandemie standen. Wir haben jetzt große Fortschritte bei den Impfungen. Wir haben wesentlich, wie soll ich sagen, von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen günstigere Verhältnisse, als das damals absehbar war. Wir haben keine große Massenarbeitslosigkeit. Die Steuerschätzungen sind besser als gedacht, sodass wir bei unserem Haushaltsentwurf, den wir am 23.06. jetzt im Kabinett beschließen werden, und auch der Finanzplanung, die dann von 2021 bis 2025 beschlossen werden wird, wir davon ausgehen, dass wir in 2023 den Ausnahmebeschluss von der Schuldenbremse nicht mehr benötigen. Das heißt, wir sind dann auch ohne entsprechende Sonderregelung in der Lage, die Schuldenbremse einzuhalten. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Ja, das RKI meldet jetzt eine Inzidenz von 20 bundesweit. Unter welcher Maßgabe denken Sie, dass Sie die Fortsetzung dieser Ausnahmesituation überhaupt noch begründen können? Jetzt Art 1 und Art 2. Wie gedenken Sie, die bisher explodierenden Schulden, die wir gesehen haben, die sich aus der Vergangenheit ergeben, aber insbesondere natürlich jetzt auch Pandemiebekämpfungsmaßnahmen resultieren? Wie sollen diese Schulden zurückgeführt werden? Und können Sie ausschließen, dass dafür zusätzliche neue Steuern demnächst auf die Bürger zukommen? Oder ist das erst eine Nachricht für nach der Wahl? Also Frau von Storch, erstmal finde ich, sollten wir uns gemeinsam darüber freuen, dass die Inzidenzen im Augenblick so niedrig sind, wie sie sind. Und wir gehen davon aus und hoffen das sehr, dass es auch durch weitere Anstrengungen unserer Bürgerinnen und Bürger und weiter sinken wird. Und, ja, der, und der Sonne. Aber die Sonne ist ja auch nicht verboten. So, Punkt eins. Und Punkt zwei zu der Frage, wie wird es mit den Schulden weitergehen? Wir haben in den vergangenen Jahren, bis Corona kam, eine grundsolide Finanzpolitik gehabt. Und zwar über viele Jahre inzwischen. Das Warum hat sind uns, dann die Staatsschulden so das gestiegen? Das hat dazu geführt, so, wir sind aber jetzt hier nicht im Dialog, sondern in der Befragung. Ja. Das hat dazu geführt, dass wir unsere Schuldenquote auch im internationalen Vergleich haben dramatisch runterführen können. Wir haben im letzten Jahr vor Corona oder vorletzten Jahr es geschafft, das Maastricht-Kriterium 60%
einzuhalten. Das hat in Europa, ehrlich gesagt, bis auf ganz wenige Ausnahmestaaten sonst überhaupt niemand geschafft. Und wir sind jetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe, bei ungefähr 75%. Das ist auch international ein extrem niedriger Wert. Und wir werden durch eine weiterhin solide Finanzpolitik und durch eine stark wachsende Wirtschaft nach Corona, das sind die Prognosen aller führenden Wirtschaftsinstitute, natürlich auch wieder Steuereinnahmen haben, die es dann uns ermöglichen, zu dieser vorsichtigen Finanzpolitik zurückzukehren und damit auch wieder die Verschuldensquote zurückzufahren. Damit kommen wir zur Frage 6 des Abgeordneten Peterke zur Position der Bundeskanzlerin zum Rücktritt der ehemaligen Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Bitte, Herr Staatsminister. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Kollege Peterke, wir haben Ihre Frage beantwortet wie folgt. Bundesministerin Giffey hatte ihre Absicht, vom Amt der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zurücktreten zu wollen, in der Kabinettssitzung am 19. Mai 2021 erklärt. Bundeskanzlerin Dr. Merkel hat sich kurz darauf wie folgt öffentlich dazu geäußert. Ich zitiere: Ich nehme diese Entscheidung mit großem Respekt, aber ich sage auch mit ebenso großem Bedauern entgegen. Ich habe mit Frau Franziska Giffey in den vergangenen Jahren sehr gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet und dafür danke ich ihr von Herzen. Sie hat mit Leidenschaft und mit Geschick für ihre politischen Themen sich eingesetzt. Für die Familien, Senioren, Frauen und Kinder in Deutschland hat Franziska Giffey in den Jahren als Ministerin wichtige und bleibende Fortschritte erreicht. Und ich wünsche ihr für die kommende Zeit alles Gute. Und Herr Kollege, diese Äußerungen der Bundeskanzlerin, die stehen für sich und bedürfen keiner weiteren Kommentierung durch mich. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Ja, es blinkt. So, jetzt. So, ja gut, vielen Dank für diese Nicht-Antwort. Gibt es denn seitens des Kanzleramts oder der Bundeskanzlerin gewisse Maßstäbe, wann man denn einen Minister noch unterstützt, bis zu welchem Punkt, vielleicht auch im Hinblick auf Herrn Scheuer, oder wird hier quasi die Stange bis zuletzt gehalten? Also gibt es da irgendwelche Maßstäbe, die angelegt werden? Ja, Sie wissen ja, dass es auch schon Minister gab, die dann irgendwann dem Kabinett nicht mehr angehörten. Aber es ändert nichts daran, dass alle Bundesministerinnen und Bundesminister der derzeitigen Bundesregierung das volle Vertrauen der Bundeskanzlerin genießen. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Wie steht denn die Bundeskanzlerin zur Kandidatur von Frau Giffey in Berlin, also zum regierenden Bürgermeister? Gibt es da eine Haltung dazu? Kann man ja auch mal, wenn es auf den Wahlkampf zugeht, sich auch mal in die Richtung äußern. Die Bundeskanzlerin mischt sich nicht in den innerparteilichen Wahlkampf hier im Land Berlin ein. Ich rufe auf die Frage 7 der Abgeordneten Daniela Kluckert zur Ausgestaltung eines vorgesehenen Zukunftsministeriums. Bitte, Herr Staatsminister. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Kollegin Kluckert. Ich beantworte auch hier Ihre Frage wie folgt. Die dem Gastbeitrag von Frau Staatsministerin Beer dargestellten verschiedenen Möglichkeiten zur strukturellen Aufstellung der Digitalpolitik sind als Diskussionsbeitrag zur Gestaltung der Digitalpolitik nach den nächsten Bundestagswahlen zu verstehen. Zu solchen Vorschlägen und Diskussionsbeiträgen gibt es naturgemäß keine Position der aktuellen Bundesregierung, denn die strukturelle Organisation und inhaltliche Ausgestaltung der Digitalpolitik nach der Bundestagswahl ist der neuen Bundesregierung vorbehalten. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Staatssekretär. Jetzt könnte man sagen, das ist okay so. Ja, aber wenn wir anschauen, wo wir in diesem Land sind, Corona hat es gezeigt, wie ein Brennglas drauf geschienen auf unsere miserable digitale Infrastruktur. Wir haben 0,7% der Gemeinden, der 11.000 Gemeinden in Deutschland sind überhaupt mit dem Breitband völlig vollständig angeschlossen. So geht es weiter. Die Schulen sind nicht angeschlossen. Das haben Sie eigentlich im Koalitionsvertrag auch vereinbart. All das ist nicht umgesetzt worden, was Sie den Bürgerinnen und Bürgern versprochen haben. Wir als FDP hatten immer gefordert, dass man ein Digitalministerium einführt. Deswegen nochmal die Frage, was ist denn, also wird sich denn Gedanken gemacht, wir stehen schlecht da, wie kann man es verbessern? Also Frau Kollegin, erstmal möchte ich sagen, dass ich Ihre negative Bilanz hier keinesfalls teile.
Corona insbesondere hat nochmal sicherlich Defizite auch bei der Digitalisierung in unserem Land offengelegt. Das will ich überhaupt nicht schönreden. Aber dieser Totalverriss, den Sie hier zeichnen, der ist ehrlicherweise auch etwas, was mit der Realität meines Erachtens nichts zu tun hat. Also ich kann Ihnen berichten von meinen Töchtern, die auch in der Grundschule sind. Da hat das mit der digitalen Anbindung der Schule ausgesprochen gut geklappt. Und ich glaube, es gibt viele Millionen andere Schülerinnen und Schüler, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Zweitens zur Frage Digitalministerium. Das ist eine Überlegung wert, aber man muss wissen, dass Digitalisierung eine Querschnittsaufgabe ist und in jedem Ressort eine große Rolle spielt. Und man kann jetzt nicht einfach alle Digitalthemen aus einem Ministerium sozusagen herausoperieren, um sie dann in einem gesonderten Ministerium fachfremd dann entsprechend zu verorten. Wenn man sowas macht, dann müsste man überlegen, ob man vielleicht bestimmte Projekte darin verortet. Aber so einfach, wie Sie das darstellen, ist es jedenfalls nach meiner Wahrnehmung nicht. Und ich glaube, um das jetzt abschließend zu sagen, es ist, so wie es im Augenblick aufgestellt ist, keinesfalls schlecht. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Ich denke, da scheinen sich die Geister auch darin, wie man so etwas bewertet. Also es werden Faxe von Gesundheitsämtern, von Prüfstationen zu Gesundheitsämtern in der Corona-Frage geschickt. Es werden in den Schulen sind bei Weitem nicht die Möglichkeiten gegeben worden, die wir hätten, wenn wir richtig digitalisiert wären. Und die digitale Infrastruktur, das merkt man ja, wenn man im Zug die Innenstädte verlässt, sind wirklich noch auf dem Holzweg. Deswegen so, dass es natürlich auch Kompetenzen braucht in dem Bereich Digitalisierung. Und in dem Bereich Digitalisierung ist es so, dass wir die Staatsministerin Beer haben, die aber ohne Kompetenzen, ohne Personal dasteht. Deswegen hatten wir öfter die Diskussion, ob wir ein Digitalministerium denn brauchen. Und auch die CDU hatte sich häufig schon positiv dazu geäußert. Und deswegen habe ich jetzt keine Frage mehr, weil Sie haben es eindeutig beantwortet. Aber ich kann noch mal sagen, dass es schade ist, dass wir da nicht schneller vorankommen. Und Frau Präsidentin, wenn ich trotzdem noch eine Erwiderung machen darf. Erstens mal, wissen Sie, dieser Karlauer, dass Gesundheitsämter immer nur noch rumfaxen, das ist etwas, wo ich mit Verlaub langsam auch ein bisschen an mich halten muss, weil ich auch finde, es ist ehrlicherweise eine ziemliche Beleidigung der und auch der Kommunen vor Ort, die seit Monaten und Jahren wirklich ihr Bestes geben, um Kontaktnachverfolgung zu gestalten. Und sie haben alle ihre eigene Software und ihre eigenen technischen Systeme. Und jetzt kann man sagen, es ist schlecht, dass wir in einer Schnittstellenrepublik sind. Da würde ich ja Ihnen noch beipflichten. Aber dass es nun immer per Fax laufen würde oder jetzt als nächstes kommen noch die Trommeln oder die Rauchzeichen oder was, das weise ich jetzt an dieser Stelle einfach mal entschieden zurück. So, zum Zweiten zu der Frage, was hat Frau Beer für Kompetenzen? Frau Beer hat einen Arbeitsstab, aber selbstverständlich auch noch eine ganze Abteilung, die sich nur mit Digitalisierung befasst, die ihr entsprechend zuarbeitet. Also es ist nun wirklich nicht so, dass Frau Beer nicht genügend Unterstützung auch im Bundeskanzleramt hat für ihre überaus wichtige Aufgabe. Das ist eine Aufgabe, die das ganze Kanzleramt extrem wichtig nimmt, wie übrigens auch alle Ministerien und Minister, also alle Ministerien unserer Bundesregierung. Insoweit teile ich das einfach nicht. Zu einer Nachfrage hat der Abgeordnete Dr. Kraft das Wort. Vielen Dank. Ja, wir sind in der Fragestunde des Deutschen Bundestags, Herr Staatsminister, und ich frage Sie gerade, ob Sie wissen, auf welche Art und Weise die Fragen hier eingereicht werden müssen, nämlich per Faxgerät. Also wie geht das mit Ihren Aussagen zusammen, dass Sie sagen, das Faxgerät ist in dieser Republik schon abgewickelt und alle sind auf dem Stand der Technik? Nein, ich glaube, die Kollegin Luckert hat durchaus recht, dass wir hier eine Modernisierung brauchen innerhalb der Infrastruktur auf vielen Ebenen, in vielen Bereichen und vor allem auch hier in der Legislative. Mir sei der Hinweis gestattet, dass sich das Parlament einerseits selbst organisiert, die Bundesregierung organisiert und heute Abend wird die zuständige Kommission des Ältestenrates tagen und genau die Ära des Faxes endgültig beenden. Das nur dazu, was den Deutschen Bundestag betrifft. Ich für die Bundesregierung kann ich natürlich nicht sprechen, aber ich gehe davon aus, dass auch dort entsprechend daran gearbeitet wird. Frau Präsidentin, die Bundesregierung ist in engem Austausch mit der Bundestagsverwaltung, um jetzt endlich dieses wahrscheinlich letzte Fax der Republik hier abzuschalten. Wir sind schon lange auf Digitalisierung entsprechend eingestellt und ich freue mich sehr, dass wir in der Tat, wie Frau Präsidentin richtig dargestellt hat, jetzt dieses in der Tat etwas langwierige Kapitel beenden können.
Die nächste Nachfrage stellt der Abgeordnete Dr. Hoffmann. Ja, ich wollte noch mal auf die Frage von Frau Kluckert auch zurückkommen. Und Sie haben zu Recht verteidigt die Mitarbeiter auf den Kommunen, auf den Landratsämtern, die im Gesundheitswesen arbeiten. Aber der Fehler liegt ja nicht bei denen, dass die heute noch faxen müssen. Es liegt eigentlich daran, dass der Breitbandausbau super schleppend in Deutschland insgesamt vorangegangen ist. Was nützt Ihnen es, wenn Sie eine gute Software haben auf einem Bürgermeisteramt und haben aber keine Leitung, die da rausgeht? Wer ist verantwortlich für diesen schleppenden Ausbau der letzten 25 Jahre im Breitbandausbau? Ich teile Ihre Auffassung nicht, dass jetzt alle Gesundheitsämter, Rathäuser oder sonstige Behörden, übrigens auch Schulen, einfach keinen Breitbandanschluss hätten. Also das hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt. Es gibt immer noch sicherlich graue Flecken, wo wir aber mit den verschiedensten Bundesprogrammen Unterstützung leisten, Anreize leisten, damit das entsprechend abgestellt werden kann. Ich behaupte ja gar nicht, Herr Kollege, dass wir in den letzten 20 Jahren alles in dem Punkt perfekt gemacht haben. Aber ich verwehre mich ganz eindeutig dagegen, den Eindruck zu erwecken, als wenn wir hier sozusagen immer noch in der Steinzeit leben. Das ist mitnichten der Fall. Wir haben große, große Fortschritte bei der Digitalisierung in den letzten Jahren gemacht. Und wenn Sie mich einen letzten Punkt ansprechen lassen, nämlich das Thema Online-Zusatzgesetz und auch die ganzen Themen rund um digitale Dienstleistungen in der öffentlichen Verwaltung, da sind jetzt wirklich alle Maßnahmen so weit auf dem Pfad, dass wir im nächsten Jahr schon wirklich einen Großteil unserer Verwaltungsdienstleistungen digital abarbeiten können. Und das weitet sich noch sukzessive aus. Also wir haben ja viel getan und sind auf einem guten Weg. Danke, Herr Staatsminister. Wir sind damit am Ende des Geschäftsbereiches der Bundeskanzlerin und des Bundeskanzleramtes. Ich rufe auf den Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen. Zur Beantwortung der Fragen steht bereit die parlamentarische Staatssekretärin Sarah Riglewski. Ich rufe auf die Frage 8 des Abgeordneten Stefan Schmidt zur Übertragung der zertifizierten Girokonten-Vergleichswebseite an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Bitte, Frau Staatssekretärin. Herr Abgeordneter, die Frage beantworte ich wie folgt. Das BMF hat den Lösungsansatz zur Einrichtung einer staatlichen Vergleichswebsite bei der BaFin nach umfangreicher Prüfung und Rücksprache mit allen wesentlichen Beteiligten erarbeitet. Dies umfasst auch die Abstimmung der notwendigen gesetzlichen Änderungen des Zahlungskontengesetzes mit den beteiligten Ressorts BMJV, BMWI und Bundeskanzleramt. Das BMF hat den Regierungsfraktionen eine entsprechende Formulierungshilfe zur Verfügung gestellt. Die Entscheidung, den Vorschlag nicht umzusetzen, oblag daher dem Parlament. Diese Entscheidung respektiert die Bundesregierung. Es wird daher Aufgabe der kommenden Regierung sein, eine dauerhafte Lösung für die Einrichtung einer Vergleichswebseite zu schaffen. Ein Nachteil für Verbraucherinnen und Verbraucher entsteht hierdurch nicht. Die Stiftung Warentest hat zugesichert, das dort bestehende Vergleichsangebot für Girokonten bis Ende 2022 kostenlos zur Verfügung zu stellen. Zudem bleibt es dem bisherigen System, wonach sich private Anbieter von Vergleichswebseiten beim TÜV Saarland zertifizieren lassen können, offen. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin, für Ihre Antwort. Sie schieben jetzt den Ball ein bisschen ins Parlament. Das ist aus meiner Sicht auch berechtigt. Und ich finde es sehr bedauerlich, dass die Regierungsfraktionen hier diesen entsprechenden Formulierungsvorschlag nicht übernommen haben und eine klare Regelung finden. Habe ich Sie insofern richtig verstanden, dass Sie jetzt bis auf Weiteres keine Alternativen planen, gleichwohl weiterhin die Möglichkeit zulassen, dass ein anderer privater Anbieter, es gab ja in der Vergangenheit bereits Check24, der das versucht hatte, dann sein Angebot aber wieder eingestellt hat, dass Private das weiterhin versuchen können? Ja, das ist richtig. Es ist ja so,
Also die Frage, wie das Ganze organisiert wird, hat ja auch eine längere Geschichte. Und es gab auch schon im Vorfeld der Beratung des Zahlungskontengesetzes Diskussionen über den richtigen Weg. Auch damals wurde schon eine staatliche Lösung diskutiert. Die damaligen Fraktionen haben sich dagegen entschieden und diesen Zertifizierungsansatz vorgeschlagen. Das wäre auch mit der Lösung über die BaFin weiterhin ein zweiter Weg gewesen, dass auch Private weiterhin sich zertifizieren lassen können. Allerdings ist es so, dass wir gesagt haben, auch um eine für die Verbraucherinnen und Verbraucher herzustellen, halten wir den Weg über die BaFin für das beste Modell. Auch, das sage ich ganz bewusst, damit, weil die BaFin natürlich auch die Möglichkeit hätte, damit auch noch mal ein bisschen bessere Marktbeobachtung auch zu betreiben. Das hätte eine Win-Win-Situation gegeben. Das Modell mit oder die Übergangslösung mit der Stiftung Warentest wird bis Ende 2022 fortbestehen. Das haben Sie so zugesagt. Und für eine neue Bundesregierung steht eine gut ausformulierte Formulierungshilfe zur Verfügung. Die werden wir auch nicht löschen. Und daraus könnte man auch kurzfristig einen Gesetzgebungsvorschlag machen. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Gleichwohl die Frage noch mal zurück an Sie. Ist das Angebot der Stiftung Warentest ist ja jetzt nur eine Übergangslösung. Stiftung Warentest möchte das auch nicht dauerhaft machen. Es vergeht gleichwohl ja trotzdem wertvolle Zeit, bis eine neue Regierungskonstellation sich gebildet hat und dann den Weg über die BaFin oder auch eine Alternative auf den Weg bringt. Wir sind mit dem Zahlungskontengesetz und dem Girokontenvergleichsportal ja weit im Verzug auf europäischer Ebene. Wir waren schon im Verzug, was die private Plattform anging. Und wir Stiftung Warentest ist ja auch nur ein Notbehelf, erfüllt ja eigentlich auch nicht all die Kriterien, die wir uns wünschen würden. Ist es aus Ihrer Sicht wirklich verkraftbar, dass wir da jetzt wieder Monate ins Land ziehen lassen, bis wir endlich zu einer Lösung kommen? Ich habe ja vorhin gesagt, die Bundesregierung hat den Vorschlag, und Sie haben es ja in Ihrer Frage auch angelegt, hat den Vorschlag gemacht, das über die BaFin zu lösen. Wir halten das auch weiterhin für einen gangbaren Weg. Das haben die Regierungsfraktionen anders entschieden. Das müssen wir so hinnehmen. Die Lösung, was mit der Stiftung Warentest ist, wie Sie gesagt haben, nicht das, was 100% auch EU-konform ist. Allerdings muss man auch sagen, was die Verbraucherfreundlichkeit angeht, ist das immer noch ein besseres Modell als vieles, was in anderen europäischen Staaten tatsächlich auch vorherrscht. Bei manchen ist es so eben so gewesen, dass es dann ein PDF hochgeladen wurde, wo dann gesucht werden kann. Also da ist der Anspruch, den wir haben, durchaus ein anderer. Aber es ist nur dringend anzuraten, dass das ein Thema ist, was tatsächlich die nächste Bundesregierung auch zügig angehen sollte, weil wir eben das Problem haben, die Transparenz in dem Markt ist so nicht gegeben. Ich zitiere mich noch gerne einmal selber, die längste Beziehung, die meisten Deutschen führen, ist die mit ihrem Girokonto. Und das liegt häufig nicht daran, dass es unbedingt eine glückliche Beziehung ist, sondern dass das Herausfinden der Alternativen einfach sehr kompliziert und nicht verbraucherfreundlich ist. Kommen wir zur Frage 9 des Abgeordneten Stefan Schmidt. Unterstützung von Kunden durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht bei Rückzahlungsansprüchen infolge einseitig erhöhter Entgelte von Banken. Bitte, Frau Staatssekretärin. Vielen Dank. Die BaFin kann im Rahmen ihres bereits in der Fragestellung erwähnten Mandats zur Sicherung des kollektiven Verbraucherschutzes gemäß § 4 Absatz 1a FinDAG gegenüber den von ihr beaufsichtigten Instituten alle Anordnungen treffen, die geeignet und erforderlich sind, um verbraucherschutzrelevante Missstände zu verhindern oder zu beseitigen, wenn eine generelle Klärung im Interesse des Verbraucherschutzes geboten erscheint. Ein Missstand im Sinne dieser Regelung ist ein erheblicher, dauerhafter oder wiederholter Vorstoß gegen ein Verbraucherschutzgesetz, der nach seiner Art oder seinem Umfang die Interessen nicht nur einzelner Verbraucherinnen oder Verbraucher gefährden kann oder beeinträchtigt. Die BaFin wird die in der Fragestellung zitierte BGH-Entscheidung einschließlich ihrer erst vor wenigen Tagen veröffentlichten Begründung in diesem Zusammenhang sorgfältig prüfen. Es ist damit zu rechnen, dass von dieser Entscheidung direkt oder indirekt betroffene Kreditinstitute diese Prüfung ebenfalls durchführen und ihre Geschäftspraxis an der geltenden Rechtslage ausrichten werden. Die Bundesregierung plant in diesem Zusammenhang derzeit keine weiteren Maßnahmen. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Ich habe Sie richtig verstanden, dass Sie jetzt seitens auch der Bundesregierung und der BaFin prüfen, ob so ein Missstand vorliegt.
beziehungsweise aus diesem Gerichtsurteil des BGH abgeleitet werden kann. Es geht dabei ja nicht um ganz unerhebliche Summen. Also die Banken haben selber gesagt, dass es die Hälfte ihres Jahresüberschusses sei, was da möglicherweise dann an die Kundinnen und Kunden zurückgezahlt werden müsse. Das handelt sich dann um Milliardensummen, also zumindest im höheren einstelligen, vielleicht sogar zweistelligen Milliardenbereich Summen. Also ist da wirklich noch offen, ob es sich um einen erheblichen Missstand handelt oder müsste da die BaFin nicht wirklich tätig werden? Also es ist ja so, dass die bisherige Praxis so war, dass die Kreditinstitute oder beziehungsweise im konkreten Fall war es ein Kreditinstitut und es gibt vergleichbare Praxis bei anderen, eben halt AGB-Änderungen versandt haben und davon ausgegangen sind, dass wenn sich die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht zurückmelden, die damit einverstanden sind und die tatsächliche Gebührenerhöhung aber gar nicht so explizit dargestellt wurde. Und diese Zustimmungsfiktion, da hat der BGH gesagt, das geht so nicht, das ist natürlich ein Missstand, der aber erstmal auf dem gerichtlichen Wege auch festgestellt wurde. So, und jetzt sind die Kreditinstitute gehalten, das auch abzustellen. Und die Verbraucherinnen und Verbraucher müssen halt schauen, sind sie davon betroffen. Und weil das eben halt eine individuelle Vertragsbeziehung ist, ist es auch nicht möglich, hier pauschal auch vorzugehen. Und die Prüfung, die wir jetzt eben vornehmen, ist, sich A, das genau anzugucken, aber auch anzuschauen, das ist die Aufgabe der BaFin, reagieren die Kreditinstitute hier auch adäquat und stellen das ab. Und dann und nur wenn das nicht passiert, haben wir einen Missstand im Sinne der Definition, die ich vorhin vorgetragen habe. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Frau Staatssekretärin, Sie haben sehr konkret in die Zukunft geblickt und sagen, die BaFin, wir achten darauf, dass die Banken und die Kreditinstitute in Zukunft darauf achten und ordentliche Vertragsbedingungen damit schaffen für ihre Kundinnen und Kunden. Durch das Urteil ist es aber ja auch so, dass in die Vergangenheit Fehler konkretisiert wurden. Und es waren ja gerade die letzten Jahre, in denen sehr viele Banken, sehr viele Kreditinstitute häufig über die AGB an der Gebührenschraube gedreht haben, durch Einführung von Kontoführungsgebühren, sogenannte Negativzinsen und so weiter. Kann es denn jetzt wirklich sein, dass man das in der individuellen, im individuellen Tun der Kundinnen und Kunden belässt, zu sagen, ihr müsst selber eure Regressansprüche sozusagen gegen die Banken konkret machen? Wäre es da nicht plausibler zu sagen, die BaFin sagt den Banken und ihr werdet gefälligst das, was ihr in den letzten Jahren falsch gemacht habt, auch entsprechend beheben? Daher der Auftrag ist ja sozusagen mit dem Urteil auch erteilt. Also da sind die Banken und die Kreditinstitute natürlich auch gehalten, im Sinne ihrer Kundinnen und Kunden jetzt auch entsprechend tätig zu werden. Ich habe auch gesagt, es geht auch darum, dass jetzt Verbraucherinnen und Verbraucher auch ihre Rechte wahrnehmen. Das Thema ist ja auch in der Öffentlichkeit. Auch die Verbraucherzentralen sind da eben ja auch entsprechend tätig. Nur ist es halt eben auch so, dass wir hatten vorhin das Thema Kontovergleichswebseiten, wir eine Vielzahl von Konten haben mit sehr unterschiedlichen Vertragsausgestaltungen. Das heißt, eine pauschale Anweisung mit irgendwie den Schaden so und so regulieren, das ist im Einzelfall auch schwierig. Deswegen ist der Weg erstmal zu sagen, die Verbraucherinnen und Verbraucher sollen selber gucken, sind sie davon betroffen, können sich gerne bei den Verbraucherzentralen da beraten lassen. Dafür gibt es diese Struktur, dafür wird die ja auch finanziert mit öffentlichem Geld. Entsprechend, wenn das nicht funktioniert, wird man sich überlegen müssen, wie man damit umgeht. Zu einer weiteren Nachfrage hat der Abgeordnete Dr. Tonkau das Wort. Dankeschön, Frau Präsidentin, Frau Staatssekretärin. Nachdem Sie ja selbst sich schon zitiert haben, sinngemäß, dass die Menschen eine sehr lange Beziehung zu ihrer Bank und zu ihrem Girokonto haben, dass das oft ein Leben lang hält, müssten wir uns doch eigentlich mal Gedanken machen. Das BGH-Urteil hat ja zur Folge, dass es nicht mehr so einfach möglich ist, dass Banken Konditionen anpassen können, Geschäftsbedingungen anpassen. Es ist ja auch nicht im Interesse der Verbraucher, sagen wir mal, dass das möglicherweise nachher dazu führt, dass sie ihr Konto verlieren, weil sie geschwiegen haben. Hat denn die Bundesregierung irgendeine Vorstellung davon, wie man bei solchen Kontobeziehungen dafür sorgen kann, dass es Änderungen auch geben kann in den Konditionen, in den Geschäftsbedingungen und dass die Verbraucher, die sich dazu nicht rückäußern, die weder Ja noch Nein sagen, und das ist ja die Problemgruppe,
jetzt in der praktischen Umsetzung dieses Urteils, dass die nicht nachher ohne Konto dastehen. Denn das ist ja eine Gefahr, die durch dieses Urteil unmittelbar droht. Also ich würde da versuchen, jetzt erstmal abzuschichten. Am Ende kann das natürlich eine Problemlage sein, die auch individuell einzelne Kundinnen und Kunden trifft. Nur wer sich vielleicht, ich weiß nicht, ob hier einige im Raum sitzen, die sich jetzt auch nach diesem Urteil mal die Mühe gemacht haben, sich die letzten AGB-Änderungen der eigenen Bank anzuschauen. Es ist halt in der Tat so, dass man schon auch sehr genau nachgucken muss. Und eine erste Option wäre ja auch tatsächlich erstmal zu sagen, das, was wirklich für den Kunden relevant ist, das schreibe ich auch klar und deutlich da rein. Und da gibt es ja auch Möglichkeiten. Wir haben ja vorhin auch über das Thema Digitalisierung gesprochen, das auch digital so handhabbar zu machen, dass die Frage des Ja oder Neins und des Zustimmens oder nicht eben halt auch für den Verbraucher deutlich einfacher ist. Wenn drin steht, dein bisher kostenlos geführtes Girokonto kostet in Zukunft 10 Euro, dann ist das eine Entscheidung, die der Verbraucher bewusst treffen kann. Das ist aber was anderes, als wenn das irgendwo versteckt in den AGBs auftaucht. Und das ist, glaube ich, der Ansatz, den man als erstes gehen muss. Die Fragen 10 bis 13 sollen schriftlich beantwortet werden. Ich rufe auf die Frage 14 des Abgeordneten Dr. Anton Friesen zur Anzahl von Flüchtlingen bzw. Asylbewerbern mit einer Beschäftigung bei Bundesbehörden bzw. Unternehmen mit Bundesbeteiligung seit 2015. Bitte, Frau Staatssekretärin. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter. Vielfalt ist ein wichtiger Erfolgsfaktor im öffentlichen Dienst und bei den Bundesunternehmen. Und sowohl bei den Bundesbehörden als auch bei den Bundesunternehmen werden Menschen mit Migrationshintergrund ausgebildet und beschäftigt. Ein Gesamtüberblick mit einer Auflistung nach Jahren bezüglich der Ausbildung und Beschäftigung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern bzw. Geflüchteten liegt der Bundesregierung nicht vor. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Vielen Dank auch für die Antwort oder in diesem Fall leider nicht Antwort. Meine erste Nachfrage wäre, denkt denn die Bundesregierung daran, sich einen solchen Überblick zu verschaffen? Nein, weil das auch nicht ausschlaggebend ist. Wir hatten das ja vorhin in dem Geschäftsbereich des Bundeskanzleramtes auch schon die Diskussion, dass es ein Interesse, ein ureigenes Interesse des Staates gibt, dass auch bei seinen Bediensteten wir die Vielfalt unserer Bevölkerung repräsentieren, weil es eben halt darum geht, wie tritt der Staat auch seinen Bürgern entgegen. Deswegen gibt es ein Interesse daran, dass auch Menschen mit Fluchterfahrung bei uns arbeiten. Allerdings ist es so, entscheidend ist, dass die formale Qualifikation gegeben ist. Und das ist die Grundvoraussetzung dafür für eine Einstellung. Und deswegen ist es nicht erheblich, darüber eine Statistik zu führen. Sie haben das Wort zu einer zweiten Nachfrage. Dank werden denn Asylbewerber bzw. anerkannte Flüchtlinge bei gleicher Qualifikation gegenüber anderen Bewerbern, also zum Beispiel deutschen Staatsbürgern, bevorzugt eingestellt oder plant die Bundesregierung eine solche Bevorzugung? Es gibt, das hat auch der Kollege Hoppenstedt vorhin ausgeführt, es gibt ein Interesse daran, und das habe ich ja in meiner vorherigen Antwort auch gesagt, dass wir eben die Pluralität, die wir in diesem Land haben, auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Beamtinnen und Beamten des öffentlichen Dienstes haben. Da wird auch drauf geachtet, aber es gibt keine formale Quotierung an der Stelle. Wir sind damit am Ende der Fragestunde. Die übrigen Fragen werden schriftlich beantwortet. Ich rufe auf, erstmal herzlichen Dank, Frau Staatssekretärin. Ich rufe auf.